Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Das Thema heute ist HTML, das ist die Hypertext Markup Language. Markup Language haben Sie irgendwo schon mal gehört, das ist nämlich XML auch, ne, eine Auszeichnungssprache. Und HTML ist ein XML-Dialekt zur Darstellung von Dokumenten, erstmal ganz allgemein. Was man jetzt in letzter Zeit immer wieder hört, ist HTML5. Und das ist eine Sammlung von Standards zur Entwicklung von Webseiten. Ja, also HTML stellt nicht irgendwelche Dokumente dar, sondern HTML stellt eben Dokumente dar, die als Webseiten ausgetauscht werden. Das Ganze sieht ähnlich aus wie XML, deshalb habe ich mal hingeschrieben Dialekt. Ja, historisch war es so, dass es erst allgemeine Auszeichnungssprachen SGML gab, dann hat man HTML entwickelt, dann hat man versucht, XML als Obermenge von HTML zu bestimmen. Ja, und jetzt ist man wieder so weit, dass HTML eben nicht mehr eine Untermenge von XML sein soll. Aber vielleicht ändert sich das ja in 2 Jahren wieder. Also von daher, wer da den aktuellen Stand verfolgen möchte, dem empfehle ich, das mal im Netz nachzuschlagen. Mal ganz grundsätzlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, HTML beschreibt ein Dokument. Und dieses Dokument wird uns dann als Webseite in einem Webbrowser aufbereitet, ausgeliefert. Also Sie sehen es hier, ich habe es mal hier so dargestellt, also hier, das ist mal ein Browser und da gibt es ja verschiedene Bereiche, da steht dann irgendwas drin und ganz grundsätzlich, diesen grundsätzlichen Aufbau, den gibt uns so eine HTML-Seite an, Sie sehen es, das sieht so aus wie XML, geht hier los mit einem Tag HTML, dann gibt es hier so ein Head-Tag, das ist der Header, da steht dann zum Beispiel der Titel der Seite drin, das ist das, was dann im Browser in dem Tab erscheint, dann gibt es den Body, da kann man dann eben irgendwelche Dinge reinschreiben. Hier H1 zum Beispiel ist eine Überschrift erster Ordnung und ganz normalen Text. So, das ist mal ganz grundsätzlich die HTML-Seite. Dann gibt es eine weitere Technologie dazu. Das ist das CSS, Cascading Style Sheet. Und das legt jetzt die Erscheinungsformen der einzelnen HTML-Elemente fest. Man kann also sprich in diesem CSS sagen, was möchte ich hier, wie soll es aussehen? Und dann wird es eben, wenn diese Eigenschaften den Elementen in der HTML-Seite zugewiesen. Das Ganze funktioniert über sogenannte Selektoren, also wie eine HTML-Seite ist ein CSS auch einfach eine Textdatei und es ist immer so aufgebaut, es gibt hier einen Selektor und dann in so 2 geschweiften Klammern stehen dann die Eigenschaften. Hier ist zum Beispiel die Eigenschaft Border Collapse und die hat den Wert Collapse. Hier gibt es die Eigenschaft Border und die hat den Wert 1 Pixel, Solid, also durchgängig und schwarz soll sie sein. Ja, was dann vor dieser geschweiften Klammer steht, das hier, das nennen wir Selektor. Da gibt es dann verschiedene, werden wir nachher verschiedene kennenlernen. Mal ganz grundsätzlich ist das hier einfach nur eine Möglichkeit, um festzulegen, welches Element dann genau diese Eigenschaften haben soll. Hier ist jetzt mal der einfachste Selektor, den es geben kann. Der selektiert einfach nur einen Tag, also sprich ein Element hier aus. Was es auch noch gibt, haben Sie sicher auch schon gehört, ist JavaScript. JavaScript ist eine richtige Programmiersprache. Also ich habe es jetzt mal hier, so kann man also Abläufe festlegen. Wenn also hier einer klickt, dann passiert irgendwas und dann wird hier irgendwas rot oder grün oder sonst was. Oder es wird eine Messagebox angezeigt. Also JavaScript legt das lokale Verhalten der Website fest. Das heißt also hier, wenn ich hier mit der Webseite interagiere, dann wird quasi diese Interaktion in JavaScript festgelegt. Also was dann passieren soll. Das Ganze ist auch wieder eine Textdatei, sieht so ein bisschen aus wie Java. Sie sehen es hier, hier gibt es jetzt so eine Funktion, da muss man immer Function davor schreiben. Dann hier der Name, dann Parameter und entsprechend hier, Klammer auf, Klammer zu, der Inhalt der Funktion. Sie sehen hier, die Parameter haben keine Typen. Also JavaScript ist eine echte Skriptsprache, die kommt ohne Typen aus. Ansonsten sehr ähnlich zu Java, aber eben nicht das gleiche. Es ist eine reine Interpretersprache, also keine Compilersprache. So, und wenn Sie das jetzt nachvollziehen wollen, dann machen Sie bitte Eclipse auf und erzeugen ein neues Projekt. Und zwar diesmal finden Sie unter Other das Dynamic Web Project. Das nehmen Sie bitte mal und dem geben Sie jetzt irgendeinen Namen. Und dann sieht das ein bisschen anders aus als unsere bisherigen Anwendungen. Aber hier gibt es jetzt einen Ordner Source, den kennen Sie schon. Und hier gibt es einen Ordner Web-Content. Da kann man jetzt Web-Content reintun. Also wir fangen mal an mit einem HTML-File.
Den nennen Sie am besten index.html. Und Sie sehen, hier wird dann auch gleich so ein Grundgerüst angelegt. Machen wir das mal weg. Also hier oben dieser Doctype und dann das, was wir eben in der Folie schon gesehen haben. HTML bis hier runter, dann gibt es hier ein Head und dann gibt es hier so ein Title. Da geben wir jetzt mal einen anderen Titel ein. Na, machen wir mal Berechnung von Brüchen. Weil das ist das, was wir nachher damit machen wollen. Gut, jetzt können wir mal hier irgendwas reinschreiben. Meinetwegen Test. Und dann speichern wir das ab. Und wenn Sie jetzt hier mit der rechten Maustaste auf das Index.html klicken und dann machen wir mal Open bis Webbrowser, dann macht er das mit dem Webbrowser auf, der hier im Eclipse integriert ist. Und sehen hier, File, unsere Index.html. Na, da steht jetzt Test. Gut, machen wir das wieder weg. Es interessiert uns ja jetzt hier einfach nur ganz normalen Text zu erzeugen. Wir wollen ja auch ein bisschen mal Struktur mal da reinbringen. Also fangen wir mal als erstes mit etwas ganz Einfachem an. Zum Beispiel so eine Überschrift erster Ordnung. Können Sie das hinschreiben? H1 Überschrift. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel ein Bild einfügen. Und der passende Tag dazu heißt Image, also IMG. Und der hat mehrere Attribute. Das erste Attribut wäre die Source. Da kommt jetzt rein, woher er das Bild laden soll. Ein anderes Attribut ist Alt. Da kommt der alternative Text rein. Also das, was angezeigt wird, wenn das Bild nicht geladen wird. Ja, irgendwie sowas. Also der Text wird angezeigt, wenn der das Bild nicht findet. Und da das Image ja in sich selbst, also Sie brauchen ja, ist das Bild, hat ja keinen weiteren Inhalt. So, als Source nehmen Sie sich jetzt irgendein beliebiges Bild. Ja, Sie suchen irgendein Bild aus dem Netz. So, wenn Sie jetzt im Netz irgendwo ein beliebiges Bild haben, wenn Sie mit der rechten Maustaste draufklicken, dann gibt es hier Grafikadresse kopieren. Ja, und die kopieren wir jetzt einfach hier in unser Source-Element hinein. Sie sehen ja da ganz normal diese die komplette URL von dem Bild abgespeichert. Und wenn wir jetzt hier mal auf Reload klicken, dann steht die Überschrift und darunter ist unser Bild. Ja, genau so, wie wir es hier angegeben haben. Ne? Also erst die Überschrift und dann darunter das Bild. Gut, das an sich hilft uns jetzt noch nicht so weit, da können wir nicht so viel mitmachen. Versuchen wir noch ein bisschen Struktur da reinzubringen. Was man also machen kann, sind Tabellen anzulegen. Machen wir das mal. Also das Tag dafür heißt Table. Und in so einer Tabelle, Sie sehen es immer, wenn Sie hier diesen Tag aufmachen, dann zeigt er Ihnen an, was da alles für Untertags erlaubt sind. Ja, so eine Tabelle hat einen Kopf und eine Tabelle hat einen Tabellenkörper. Ja, der Unterschied ist, eins sind halt im Prinzip die Überschriften und das andere ist dann der Inhalt. Wenn zum Beispiel so eine Tabelle, HTML ist ja plattformunabhängig, irgendwie über mehrere Seiten geht nachher, dann würde er quasi den Kopf auf jeder Seite neu wiederholen. So, Köpfe und Körper von so Tabellen bestehen immer aus Reihen, abgekürzt TR. Machen wir mal hier eine Reihe rein und die Zelle in so einer Reihe in dem Kopf heißt TH, also für Table Head. Dann nennen wir das mal Spalte A. Und dann machen wir noch eine zweite Spalte. Die nennen wir Spalte B. So, im Körper drin
brauchen wir jetzt auch noch mehrere Reihen. Machen wir mal eine Reihe hier rein. Ja, und wenn jetzt der Kopf zwei Spalten hat, dann sollte die Reihe möglichst auch zwei Spalten haben. Nennen wir die mal hier TDA1 und TDB1. Und damit es dann eine richtige Tabelle ist, wo man auch was sehen kann, machen wir jetzt einfach mal noch eine zweite Reihe in die Tabelle. Und da packen wir jetzt auch einfach zwei Zellen rein. Die nennen wir jetzt mal A2 und B2. Es geht ja nur ums Prinzip, um mal zu verstehen, wie das hier funktioniert. Also, schauen wir uns das mal an. Wie sieht es aus? Wir haben jetzt hier eine Tabelle. Spalte A untereinander stehen, Spalte B untereinander stehen. Fertig. Ne? Relativ schmucklos, aber eine Tabelle. Gut, jetzt wäre es natürlich schön, wenn man irgendwie das Erscheinungsbild dieser Tabelle steuern könnte. Das kann man auch, indem man nämlich so ein Cascading Style Sheet dazu definiert. Ja, und damit der Browser nachher weiß, welches Cascading Style Sheet er laden muss, das ist auch wieder nur eine Textdatei, muss hier oben in den Header ein entsprechender Link rein. Das Tag heißt Link. Jetzt will er noch wissen, in welche Art von Link das ist, also in welcher Relation die zueinander stehen. Und da sagen wir jetzt einfach, das andere, was wir danach laden, also das, was wir verlinken, sei das Stylesheet. Dann sollte man noch einen Typ von dem Stylesheet angeben, damit der Browser weiß, was ihn erwartet. Das ist in unserem Fall text-css, also ein Textfile, der CSS-Kommandos enthält. Ja, und wo liegt das Ding? Ja, wir legen es jetzt am besten gleich mal in denselben Ordner rein und dann können wir eine relative URL nehmen, also main.css. Das Ganze wieder abschließen und dann ist es fertig. So, jetzt haben wir hier schon einen Link eingebaut auf eine Datei, die es noch gar nicht gibt. Es muss, soll also jetzt eine Datei geben, die main.css heißt, ja, die also unsere Stylesheet-Information enthält. Die machen wir jetzt mal hier, New. Und dann drücken Sie auf Other und dann wählen Sie CSS aus. Und dann nehmen wir hier einen CSS-File. Und der soll ja Main-CSS heißen, sonst findet er das ja nachher nicht. Und siehe da, da haben wir ihn. Ja, er zeigt hier, er hat hier oben schon gleich in der CSS-Notation die entsprechende Codierung angegeben. Also wir können jetzt hier sofort losprogrammieren. So, und als erstes würde ich jetzt mal die Struktur bzw. die Darstellung von den Strukturelementen verändern. Also wir haben jetzt hier, hatten wir ja gesagt, wir haben eine Überschrift. Erste Ordnung, da machen wir jetzt mal noch eine Überschrift zweite Ordnung drunter. Genau, das ist mal die Überschrift 1, dann wäre das die Überschrift 1.1. Dann machen wir nochmal eine zweite, damit man ein bisschen was sieht. 2.1 und so weiter. Wenn wir uns das jetzt einfach anschauen, sehen wir hier, werden mehrere Überschriften. Ja, Sie sehen, die ist ein bisschen kleiner. Aber im Prinzip sieht die jetzt so aus, wie der Browser vorgibt, wie eine Überschrift aussehen soll. So, und das können wir jetzt beeinflussen über diese CSS. Und der Selektor, also ich habe es ja gesagt, das ist ja immer so aufgebaut, es gibt einen Selektor und dann steht hier drin, zwischen der geschweiften Klammer, die Eigenschaft und dahinter der Wert. So sieht es ja immer aus. Dann kommt ein Semikolon und dann kann ich die nächste Eigenschaft und einen anderen Wert. So, der Selektor, der einfachste Selektor, selektiert jetzt einfach die Tags nach ihrem Namen. So, schauen wir mal. Die Tags von den Überschriften heißen H1 und H2. Machen wir das mal. Machen wir den einfachsten Selektor H1. Geschweifte Klammer auf. Geschweifte Klammer zu. Und dann weisen wir dem jetzt mal eine Schriftart zu. Das Ganze heißt Font Family, weil man jetzt hier mehrere
Schriftarten hintereinander angeben kann. Und er sucht dann auf dem Betriebssystem, wo er das startet, eine Schriftart diesen Namens. Wenn er es nicht findet, nimmt er den nächsten und so weiter. Und es gibt sogenannte Standardschriftarten. Sans Serif zum Beispiel ist eine. Und die sagt einfach, ich hätte gerne eine serifenlose Schrift. Das heißt also, wenn er jetzt auf dem Zielsystem kein Areal findet, dann würde er irgendwann sagen, okay, dann nehme ich jetzt einfach die für auf diesem System als serifenlose Standardschrift hinterlegte Schrift. So, wenn wir jetzt Reload drücken, sehen Sie, ändert sich hier die Schriftart. Ja, also alles andere bleibt so, wie es ist, nur die Schriftart ändert sich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auch, dass das bei H2 ist, dann kann ich die Selektoren hier durch Komma getrennt hintereinander schalten. Ja, und dann würde er jetzt quasi alle H1 und H2 mit dieser Schriftart belegen. Gut, wenn ich jetzt auch noch sage, na, mir gefällt das aber mit der Größe nicht, dann bräuchte ich jetzt noch eine Eigenschaft Schriftgröße. Ne, und die müsste jetzt bei H1 und bei H2 natürlich verschieden sein, also brauche ich zwei Selektoren. Ne, die H1 soll ja ein bisschen größer sein als die H2. So, und jetzt können wir mal hier die Eigenschaft, die heißt Font Size, angeben. Und die darf man angeben in Prozent vom Standardtext. Wenn wir jetzt mal bei den, nehmen wir beim H1 200, dann ist die doppelt so groß wie der Standardtext. Und bei H2 nehmen wir mal 170%, dann ist die immer noch deutlich größer als der Standardtext. Machen wir hier mal Reload. Da sehen Sie hier, das ist der Standardtext. Dann wird die Überschrift ist doppelt so hoch und die Überschrift zweiter Ordnung ist 1,7 mal so hoch und so weiter. Das an sich kann ich jetzt also hier machen, indem ich sage, ich brauche einen Selektor, also das, was ich mit Eigenschaften belegen will. Und dann gebe ich hier eben Eigenschaft, Doppelpunkt, Wert, Semikolon, nächste Eigenschaft, Doppelpunkt, Wert und so weiter an. Ja, dann machen wir doch mal Folgendes, sagen wir, naja, wir wollen vielleicht hier eine richtige Tabelle haben, also so mit Strichen. Ja, dazu müssten wir eigentlich nur unseren Zellen einen Rahmen verpassen. Ja, die Zellen, schauen wir hier nach, sind also diese THs und diese TDs. Ja, brauchen wir also einen Doppelselektor für THs und TDs. TH, TD, Selektor für Header-Zellen und normale Zellen, also Data-Zellen. Und dann weisen wir dem jetzt mal irgendwie einen Border-Style zu. Border-Style solid und machen wir die mal auf 2 Pixel breit. Ja, damit wir jetzt auch was sehen. Machen wir mal Reload. Da sehen Sie, aha. Jetzt haben also alle Zellen einen eigenen Rahmen. Und der ist 2 Pixel breit und ist durchgängig, ja, solid. Gut. Also jetzt noch nicht so prickelnd. Das sieht irgendwie komisch aus. Also das Geschickteste wäre ja, wenn die hier jetzt zusammenliegen würden, damit das Ganze aussieht wie eine Tabelle. Dafür gibt es das Collapsing. Und das müssen wir der Tabelle zuweisen. Der Tag ist Table. Ne? So heißt ja hier unsere Tabelle. Und der weisen wir jetzt mal eine Border Collapse von Collapse zu. Also dass die Abgrenzungen quasi aufeinanderfallen. So, bis dahin sieht das Ganze dann so aus. Jetzt ist es wirklich eine Tabelle, da sind Striche dazwischen und so weiter. Wenn Sie jetzt sagen, ich will ein bisschen Abstand hier haben zwischen der Tabelle und dem Image, dann können Sie hier zum Beispiel einen Absatz erzwingen, indem Sie das Paragraph einfügen. Wenn wir jetzt nochmal auf Reload drücken, dann macht er uns hier einen kleinen Abstand rein. Gut, also wir haben jetzt die Tabelle, wunderschön. Ich meine, jetzt ist natürlich so ein bisschen der Witz von dem Head weg. Also kann man gar nicht so richtig sehen. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, wir wollen die jetzt noch ein bisschen hervorheben, diese Header. Und dazu machen wir deren Hintergrund grün. So, der Auswahlselektor für diesen Header ist TH. Das sind ja die Zellen im Tabellenkopf. Und die Eigenschaft heißt
Background Color. Und die setzen wir jetzt mal auf Green. Und da sehen wir hier, wenn ich jetzt hier auf Reload drücke, dann wird die grün. So, und wie Sie diese ganzen Eigenschaften finden und auch die Tags, ja, da schauen Sie einfach auf der Seite de-selfhtml.org nach. Ja, das ist die hier. Und da ist im Prinzip für HTML, für die Style Sheets, ist komplett erklärt, welche Elemente es gibt und welche Eigenschaften diese Elemente dann haben, die man über die Style Sheets zuweisen kann. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Ja, also so ist hier jetzt noch nicht so viel los. Also was ich jetzt sehe, es gibt ein paar Überschriften und es gibt so eine Tabelle. Aber da ist ja noch nicht so viel zu sehen. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal zu einer sinnvollen Seite erweitern. Was uns ja auf jeden Fall noch fehlt, sind Eingabemöglichkeiten. Und dazu braucht man in HTML Formulare. Also ein Formular, das Tag heißt Form. Das kann jetzt verschiedene Inputs enthalten. Schreiben wir hier mal hin, Input. Da gibt es verschiedene Typen. Wir nehmen jetzt mal einfach den Typ Text. Also Type ist Text. So, und das ganze Ding braucht jetzt noch einen Namen. Den nennen wir jetzt mal Test 1. Eine Größe kann man auch noch angeben. Ja, was es auch noch gibt, ist Max Length, also die maximale Länge dessen, was man eingeben kann. Ich setze jetzt auch mal auf 8. So. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, sehen Sie, ist hier jetzt so ein Eingabefeld entstanden. Ich kann auch nur 8 eingeben. Und wenn ich jetzt weiterklicke, dann passiert nichts mehr. Gut. Also, jetzt müssen wir uns überlegen, der muss ja jetzt wissen, wo er das, was wir in diesem Formular eingeben, hinschicken soll. Das heißt also, wir schreiben jetzt hier eine Seite und es wird noch eine Seite geben, die das Ergebnis oder die Eingabeverarbeitung des Ergebnisses ausgibt. Dazu gibt es das Attribut Action und hier kommt jetzt eine URL hin. Und da schreiben Sie jetzt mal bitte calc.jsp rein, denn da werden wir später noch eine Java Server Page schreiben, die das dann für uns macht. Und da es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie diese Eingaben jetzt verschickt werden, braucht man noch eine Method. Und die wir hier nehmen, ist erstmal die Method Post. Also, hier steht, wo das Ergebnis hingeschickt werden soll. Hier steht, auf welche Art und Weise. Und alles, was hier zwischen ist, ist jetzt ganz normal HTML, darf aber solche Inputs enthalten. So, damit wir jetzt mal mehr übergeben können, würde ich sagen, wir machen mal das Form hier um diese ganzen Überschriften drumherum. Das heißt also, jetzt dürfen wir von da bis da, ich ziehe das mal wieder ein bisschen rein, dürfen wir jetzt überall Inputs reinschreiben. So, und damit auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Seite, wo dieses Calc.jsp ist, nachher die Inputfelder auseinandergehalten werden können, brauchen die hier einen Namen. So, und jetzt fragen wir hier mal ein bisschen Inhalt rein. Da schreiben wir jetzt mal oben hin. Berechnung verschiedener Operationen mit Brüchen. So, und da machen wir noch kleine Aufforderungen rein. Bitte geben Sie die Eingangsbrüche ein. Ausrufezeichen ist eine Aufforderung. So, das sieht jetzt so aus. Also hier oben unsere Überschrift. Bitte geben Sie Eingangsbrüche ein.
Ja, Grundrechenarten sind ja immer zwei Brüche. Ja, also nehmen wir den einen mal erster Bruch. Und den anderen nennen wir zweiter Bruch. Wo, und eigentlich brauche ich ja so ein Bruch immer zwei Inputs, ne, also ein Zähler. Und einen Nenner. Und die nennen wir dann auch gleich Zähler 1 und Nenner 1. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Size 8. Ja, für so einen Zähler und für einen Nenner wird es wohl reichen. Und dann sieht das Ganze so aus. Na, das ist natürlich jetzt nicht schön. Schöner wäre ja, wenn das Ganze hier unten wie hier mit so einem, mit so einer kleinen Tabelle wäre. Und so machen wir das jetzt auch. Also wir nehmen jetzt mal die Tabelle von hier unten wieder vor. Die hier. Ich kopiere die jetzt mal da oben rein. Also hier geht die Tabelle los. Hier hört sie auf. Hier ist der Header von der Tabelle. Da sind jetzt zwei Spalten drin. Die benennen wir jetzt mal um. In was? Mit Eingabe. Ja, und jetzt steht hier was und Eingabe. Jetzt soll ja eigentlich hier, wo A1 steht, soll Zähler stehen. Wo A2 steht, schreiben wir Nenner hin. Und hier sollen jetzt die Eingabefelder rein. Also, nehmen wir also mal den Zähler hier, schneiden den aus, tun ihn dahin. Also, was sollen wir eingeben? Den Zähler. Und was geben wir hier ein? Den Nenner. Und hier in diese andere, hier muss der Nenner rein. Und hier jeweils in die zweite Spalte, ne, also in diese zweite Zelle, da soll ja jetzt jeweils dieses Inputfeld rein. Ne? Machen wir also hier mal den Zähler 1 rein. Und hier den Zähler 2. Ne? Das heißt also, die in diesem Form können wir jetzt ganz normal HTML schreiben und können quasi in das HTML an die Stellen das reinschreiben, was wir haben wollen. Also hier zum Beispiel unsere Eingabefelder für den ersten Zähler und den ersten Nenner. Gut, das gleiche brauchen wir jetzt ja nochmal hier unten für den zweiten Bruch. Da kopieren wir jetzt einfach hier nochmal diese Tabelle runter. Also zweiter Bruch. Was bleibt alles gleich? Nur hier machen wir dann das Feld nennen wir jetzt um in Zähler 2 und Nenner 2. So, jetzt sieht das Ganze also so aus. Wir haben einen Bruch, einen zweiten Bruch und hier unten dann das, was wir eben schon hatten, nämlich diese zweite Tabelle. Gut. Da machen wir uns jetzt mal so keinen weiteren Kopf drum. So, was es noch gibt, es gibt also eine ganze Reihe von Eingabefeldern. Jetzt einfach mal exemplarisch, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Kommentarfeld haben wollte. Ja, machen wir hier mal noch eine Überschrift Kommentar. Dann würde das Input Text Area heißen. Ja, das hat zwei Attribute, nämlich die Anzahl der Reihen und die Anzahl der Spalten. Dann schreiben wir jetzt mal Reihen 40 und 10. Ja, andersrum. Also 10 Reihen und 40 Spalten. Das ganze Ding braucht jetzt auch wieder einen Namen, ne, damit man nachher auf der anderen Seite wieder unterscheiden kann, was der Kommentar ist und was die anderen Sachen sind. Und da wollen wir dahinter noch einen Zeilenumbruch, der heißt BR. Und dann können wir hier mal noch was eingeben. So, jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut.
Das schaut so aus. Also wir haben jetzt den ersten, also hier oben die erste Überschrift, dann unseren normalen Text, dann den ersten Bruch hier mit den beiden Eingaben, den zweiten Bruch. Jetzt haben wir hier das Kommentarfeld. Ja, und hier unten geht es dann entsprechend weiter. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Möglichkeit, das, was wir da eingegeben haben, auf die andere Seite zu schicken. Dazu brauchen wir einen Absendeknopf. Ja, und der Absendeknopf ist auch nichts anderes als ein Input. Nur, dass der Typ ein anderer ist. Ja, der heißt nämlich Submit. Und dann können wir noch ein Value als Value angeben, was auf dem Knopf draufstehen soll. Machen wir das mal so. So, und das Input hat sonst keinen weiteren Inhalt. Also wird es gleich wieder geschlossen und dann sehen Sie hier, erscheint das Abschicken. So, damit uns jetzt mal die untere Tabelle nicht so sehr auf die Pelle rückt, machen wir hier nochmal so ein P rein, also so ein Absatz. Dann ist es weg. Was es auch noch gibt, ist ein weiterer Input, der heißt Reset und der sorgt dafür, dass alle Eingaben wieder zurückgesetzt werden. Ja, schreiben wir mal drauf. Zurücksetzen. Also schauen wir uns mal an, was passiert. Wenn ich jetzt also hier eine 5 eingebe und dann hier auf Zurücksetzen klicke, dann ist die wieder weg. Nur das gleiche gilt für den Kommentar. Ist sie wieder weg. Wenn ich Abschicken klicke, machen wir jetzt nicht, dann würde er versuchen, das an die Calc.jsp zu versenden. Gut, jetzt haben wir eigentlich schon eine ziemlich umfangreiche HTML-Seite gebaut. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen mit der Gestalt beschäftigen. Also was ganz gut ist, ist ja, dass hier das Ganze ein bisschen anders formatiert ist als das. Also können wir uns mal vorstellen, dass das vielleicht nachher unser Ergebnis anzeigt. Und hier oben sind die Eingaben. So, jetzt würde ich gerne die Eingaben ein bisschen von den anderen Dingen unterscheiden können. Also das heißt, ich möchte hier diese Felder mit einem gelben Hintergrund hinterlegen, ohne dass die auch mit einem gelben Hintergrund hinterlegt werden. Ja, also der einfachste Fall wäre, dass wir jetzt einfach hier sagen, okay, wir machen uns einen neuen Selektor, den ganz einfachen Selektor, nämlich, dass wir einfach die Zellen auswählen und sagen jetzt Background Color, meinetwegen Yellow. Ja, damit man immer sieht, was weiß ich, alles, wo man was eingeben muss, ist gelb hinterlegt. Ja, wenn ich jetzt hier schaue, dann stellen Sie fest, die werden alle gelb, wunderbar, aber die hier auch. Und wenn ich das jetzt nicht möchte, dann muss ich jetzt noch eine Möglichkeit finden, diese Zellen zu unterscheiden. Und diese Möglichkeit gibt es. Ich kann nämlich diese Selektoren auch noch auf Klassen und IDs anwenden. So, dazu müssen wir erstmal in unserem HTML die Klasse zuweisen. Das funktioniert relativ einfach. Ich kann nämlich jetzt einfach hier in jedem beliebigen Tag, und dann nehmen wir jetzt einfach mal die Tabelle hier, kann ich jetzt sagen, es gibt ein Attribut, das heißt Class, und dem kann ich jetzt einen beliebigen Wert zuweisen. Ja, ich nenne den jetzt einfach mal Input. So, und wenn ich jetzt hier diese Selektoren miteinander kombiniere ohne Komma, dann wird quasi in jedem gefundenen Element weiter nach dem nächsten Element gesucht. Und es gibt jetzt eine Möglichkeit, nach diesen Klassen zu suchen, indem ich nämlich einfach vor den Selektor einen Punkt mache. Und dann wäre ja der Selektor Input. Sie sehen, das hier ist jetzt im Prinzip der Name der Klasse, wie wir ihn gerade vergeben haben. Und in dieser Klasse drin, alle TDs sollen jetzt die Hintergrundfarbe gelb haben. Das heißt also, wenn ich jetzt hier mal im HTML schaue, das Table hat die Klasse Input. In diesem Table drin gibt es hier mehrere TDs, die müssten jetzt gelb werden. Schau mal, aha, also hier in unserem Input, das TD ist gelb geworden, das TD ist nicht in einer Tabelle Input, bleibt weiß und das auch. Gut, um jetzt mal der Logik Genüge zu tun, müssten ja jetzt die beiden anderen hier auch gelb werden. Da machen wir einfach die zweite Tabelle hier auch noch von der Klasse Input. Ja, wenn ich jetzt nochmal Reload drücke, dann sehen Sie, sind die beide gelb geworden. Gut, also das war jetzt ein einfacher, relativ simpler Selektor. Man kann es auch noch ein bisschen weiter treiben, wenn ich sage, ich möchte jetzt aber, dass ein ganz bestimmtes Element, also sagen wir mal zum Beispiel diese Zelle hier,
wo das A1 drin steht, dass das rot wird, dann kann ich auch hingehen und kann sagen, ich will dem jetzt keine Klasse zuweisen. Die Klasse kann ich mehrfach verwenden. Also haben wir ja oben gesehen, beide Tabellen hatten die gleiche Klasse. Ich sage einfach zum Beispiel, dieses TD, das hat jetzt eine ID. Die nenne ich jetzt mal important, weil die will ich jetzt hervorheben. Ich würde sagen, die ist mir ganz wichtig. Da vergebe ich die ID important. Und jetzt gibt es einen speziellen Selektor, nämlich mit dem vorangestellten Lattenkreuz. Ja, und wenn ich den auswähle, dann geht er nämlich auf die ID. Und dann machen wir jetzt mal die Background Color Red. Ja, also dass er das hier hervorhebt. So, also jetzt sind die hier, haben immer noch die Klasse von eben und hier dieses eine Element mit der ID important wird jetzt genau rot gemacht. So, das war jetzt ein Schnelleinstieg in HTML und ein bisschen Cascading Style Sheet. Versuchen Sie das mal nachzuvollziehen. Wir werden diesen HTML-Rohbau später auch noch für eine weitere Hausaufgabe mit den Java Server Pages brauchen. Fragen dazu klären wir natürlich wie immer in der Übung. Ansonsten, wenn Sie eine Referenz brauchen, es gibt also im Internet genug davon, wie gesagt, die eine, die Self-HTML, die empfehle ich, die finde ich relativ übersichtlich, die können Sie sich mal anschauen. Ja, und klar, da muss man jetzt nicht für die Klausur die ganzen Eigenschaften auswendig lernen, aber dass man so die wichtigsten kennt, die wir hier auch benutzt haben, das wäre schon nicht schlecht.